Liebe Geschwister, wie ihr wisst, wir haben das auch gepostet auf unserem Kanal, auf Abul Baratube. Gab es letztens bei der Welt, das war die Welt, ne, die diesen Bericht herausgebracht hat, gab es eine Anschuldigung an die marokkanischen Fußballspieler, weil sie vor Freude ihren rechten Zeigefinger gehoben haben. So hat man von der Welt, was übrigens Axel Springer Verlag ist, hat man diese Leute kriminalisiert, unmittelbar danach Bilder ausgestrahlt aus Syrien, wo man Leute von der ISIS erkennen konnte. Und so haben sie versucht, das Heben von diesem rechten Zeigefinger mit ISIS zu verbinden. Und sehr, sehr viele Leute haben das gesehen. Und als sie sehr viel Shitstorm, nennt man das? Als sie sehr viel Shitstorm bekommen haben und sehr, sehr viele Hasskommentare und negative Kommentare, haben sie sich jetzt vor kurzem entschuldigt, ich glaube gestern oder vorgestern. Wir sagen ihnen, wir nehmen eure Entschuldigung nicht an. Und wer seid ihr, dass ihr der Maßstab dieser Welt seid? Ihr seid die Kriminellen, nicht diese Fußballspieler. Bei Allah, ihr seid die Kriminellen, die ihr diese Religion des Islams verteufeln wollt, und ihr seid die Teufel. Niemand anderes außer euch ist der Teufel. Diese Leute kennen vielleicht nicht mal die ISIS, aber schaut, wie der Eindruck erweckt werden soll, dass das Heben des rechten Zeigefingers, was sie selber genannt haben in dieser Nachrichtensendung, früher war es ein Ausdruck der Einheit, sagten sie. Haben sie das nicht selber gesagt? Aber jetzt mittlerweile, was heißt jetzt mittlerweile? Ihr habt euch verraten, dass ihr Teufel seid. Jetzt mittlerweile heißt bei euch, ihr wollt das kriminalisieren, was wir Muslime als Zeichen haben. Und das bleibt nicht bei dem rechten Zeigefinger. Das bleibt nicht bei dem rechten Zeigefinger. Ihr habt in den letzten Jahren komischerweise nur solche Berichte gebracht. Jetzt wollt ihr euch entschuldigen? Aus Versehen war das. Und die 3 Milliarden Beiträge davor auch alle aus Versehen, von denen ihr kein einziges rausgenommen habt. Und wie viel Schlechtes ihr schon über unsere Person geschrieben habt, war das auch nur aus Versehen? Das war jetzt aus Versehen. Sie wollen das so hinstellen, als hätten sie das nicht mit voller Absicht gemacht. Und die Absicht ist in den Wörtern klar gewesen, das war damals ein Ausdruck der Einheit. Wollt ihr uns beibringen, ihr Medien, ihr Welt, Axel Springer Verlag, wollt ihr uns beibringen, was der Islam ist und was nicht? Aber ihr, die ihr eure Religion nicht kennt, ihr wollt uns unsere Religion erklären, was ISIS ist? Ihr Lügner, ihr kommt mit einer Sache, die jetzt in den letzten Jahren gewesen ist. Wo war ISIS vor 1400 Jahren? Gab es nicht da schon das Gebet? Gab es da nicht schon die Gebote des Islams? Ihr seid schlimmer als ISIS, weil ihr sie erfunden habt und niemand anderes. Und das will ich klar sagen. Sie haben ISIS erfunden. Wer? Die westliche Welt. Das ist mittlerweile klar. Und daher versteht eine Sache, liebe Geschwister, und ich spreche zu euch. Das sind die Medien. Jetzt wisst ihr, wer sie sind. Dasselbe machen sie mit uns. Wenn sie uns bringen, dunkle Hintergründe, mystische Musik, so, dass du selber an deinem Islam zweifelst. Das ist ihr Ziel. Aber ich sage euch, Allah Azza wa Jal hat sie erniedrigt in einer Art und Weise, dass bei diesen Leuten klar geworden ist, dass sie keine Religion haben. Schaut mal, normalerweise ist dieser Bericht nicht aus Versehen gewesen. Das haben sie schon sehr professionell gemacht, weil jeder Bericht wird abgesegnet. Ihr wisst, da sitzt auch nicht nur einer vor dem Bildschirm und entscheidet das. Das macht ein ganzes Team. Das war nicht aus Versehen gewesen. Und noch zudem, als sie Shitstorm bekommen haben, als sie Hasskommentare bekommen haben, waren sie bereit, von ihrer Ideologie, die eine Religion ist, abzutreten, verlassen. Und anders als ihr sind wir Muslime niemals bereit, unsere Religion für irgendetwas zu lassen. Wie lange bringt ihr uns in den Medien? Wie lange erzählt ihr Lügen über uns? Walhamdulillah, wir würden nicht einen Zentimeter von unserer Religion abrücken. Möge Allah Azzawajal uns befestigen und niemals diesen Leuten eine Macht geben. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Für die Welt, wir haben noch eine Konvertierung. Könnt ihr auch vielleicht reinbringen in eurem Nachrichtensender.